Wir wurden kurz vor 1 Uhr zu einem LKW-Brand gerufen, hier auf der A3. In der Anfangsphase war unklar, ob es sich eventuell um einen Gefahrguttransport handelte. Das hat sich glücklicherweise als nicht wahr herausgestellt. Am Ende haben wir es mit einem brennenden Obst-LKW zu tun gehabt. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr hier eingetroffen sind, stand der LKW bereits im Vollbrand. Dazu muss man wissen, hier ist das einer der äußersten Punkte des Main-Taunus-Kreises mit langer Anfahrt und schlechter Wasserversorgung. Dementsprechend haben wir mit mehreren Tanklöschfahrzeugen möglichst schnell versucht, Wasser an die Einsatzstelle zu transportieren und der Lage Herr zu werden. Vornahme von mehreren Strahlrohren unter schweren Atemschutz und die Maßnahme kontrollieren. Leider stellt sich dabei heraus, dass die Abdeckung des Fahrzeugs, der Planenaufbau hier uns doch massive Schwierigkeiten gemacht hat. Aktuell laufen jetzt natürlich die Bergungsmaßnahmen. Wir müssen den LKW ausräumen, weil er immer noch nicht ganz gelöscht ist. Und wenn das passiert ist, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Kran letztlich auf einen Sattelschlepper gehoben und abtransportiert. Die Verkehrssituation ist so, dass die Autobahn ab dem Wiesbadener Kreuz voll gesperrt wurde. Wir lassen gerade den Verkehr komplett abfließen, damit wir hier Bewegungsfläche haben. Und wir hoffen, dass in 3-4 Stunden das Ereignis abgearbeitet ist. Der LKW-Fahrer ist in ärztlicher Versorgung. Genaueres kann ich dazu nicht sagen. Wir haben hier 8 Löschfahrzeuge mit ca. 40 Kräften im Einsatz.